Was geht ab, YouTube? Tactics ist wieder back am Start mit einer erneuten Folge Real Talk. Und zwar habe ich auf Facebook ein Video gesehen. Ich schalte nochmal auf Facebook. Ich habe auf Facebook ein Video gesehen, was mich extrem aufgeregt hat. Und ein YouTuber namens Schizophrenic Blog hat ein Video dazu gemacht. Ich glaube, Schizophrenic Blog solltet ihr alle kennen. Ist ein richtig cooler YouTuber, also ich feiere den auf jeden Fall. Und ja, der hat ein Video rausgebracht. Ich mache mal kurz meinen Lautsprecher aus. Wo ein Mädchen auf dem Boden hockt, sag ich mal, in Unterwäsche. Und ja, dann ist da halt so ein Typ, der sie filmt und sagt, ja, warum hast du mich beklaut? Die Story ist ganz einfach. Das Mädchen hat bei dem Typen übernachtet. Wer weiß, was da abends noch zwischen denen vorgefallen ist. Ist mir jetzt auch egal. Aber dann soll das Mädchen morgens halt aufgestanden sein und soll Sachen geklaut haben von ihm. Portemonnaie, Geld oder sonst was, keine Ahnung was. Ja, auf jeden Fall hat sie dann Sachen von ihm geklaut und ist halt abgehauen, ne? Wie er sie gefunden hat, erwischt hat oder sonst was, keine Ahnung wie. Aber der hat sie dann sozusagen zur Rede gestellt und gedemütigt, indem er, ja, sie sozusagen nicht ausgezogen hat. Ich weiß nicht, ob er sie ausgezogen hat oder nicht. Sie war halt halb nackt auf dem Boden und meinte dann vor sich hin, ja, ich bin eine Hure und von wegen, ja, ich bin eine Hure, weil ich geklaut habe und irgendwie sowas. Und dann meinte der Typ auch noch so, ja, von wo kommst du? Und dann meinte er, ja, wieso hast du es gemacht? Und dann meint sie wieder, ja, weil ich eine Hure bin. So. Wir kommen erstmal zu der einen Sache, warum sie geklaut hat und ob das gut ist und sowas. Dass sie geklaut ist natürlich nicht gut, das wissen wir alle, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber das, was der Typ da gemacht hat, ist auch nicht richtig gewesen. Ich meine, schön und gut, du hast sie jetzt erwischt, ne, so. Meinetwegen poste irgendwas auf Facebook von wegen, ich wurde beklaut oder die hat mich beklaut, obwohl das auch wieder einer zu viel, aber egal, ne? Aber mach kein Video, mach nicht sowas, also das ist echt einer zu viel und das ist echt, wie soll ich sagen, sowas macht man nicht. Das ist einfach echt einer zu viel, das ist echt so eine Grenze überschritten, wo man sagt, okay, das ist auch gar nicht mehr feierlich, also du sollst dich dafür nicht feiern, sondern schäm dich mal lieber dafür, dass du sowas gemacht hast und ja, was soll ich dazu sagen? Leute, es ist einfach, ja, wie soll ich sagen, macht man einfach nicht und ich weiß gar nicht, warum so ein Typ jetzt wieder hier reinjoint, obwohl ich gerade aufnehme, aber alles gut, auf jeden Fall, sowas sollte man auf jeden Fall nicht machen, gehört sich nicht, was soll ich dazu noch sagen, also das Video werde ich jetzt nicht in die Kommentare oder in die Beschreibung tun, weil das einfach sich nicht gehört, das Video wurde auch schon gelöscht, das ist das Beste gewesen, was gemacht werden konnte und ja, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr davon hält. Ob ihr das gut findet, ob ihr das schlecht findet, ich hoffe mal, dass ihr es nicht gut findet. Aber was denkt ihr darüber, schreibt mal in die Kommentare, ansonsten schreibt mir auch bei Skype, wisst ihr ja Bescheid. Und ja, das war's für heute, wenn es dir gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da, ansonsten abonniert nicht vergessen und dann sehen wir uns im nächsten Video, dann sage ich ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.